Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, euch heute dieses DIY zu zeigen. Und zwar habe ich mir Galaxy Nebula, mein eigenes kleines Universum, in Flaschen abgefüllt. Dieses DIY-Projekt hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf Tumblr und Pinterest schon öfter solche Bilder gesehen, die mich sehr fasziniert haben. Und dann dachte ich anfangs, es wäre bestimmt sehr kompliziert, das nachzumachen. Aber es ist eigentlich super easy. Und es macht auch super viel Spaß. Man fühlt sich dabei wie so ein Magier, Zauberer oder wie so ein Professor, der mit verschiedenen Farben rumexperimentiert. Und dann kommt ja auch noch Glitzer mit ins Spiel, dass dann die Sterne sein sollen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nicht nur eine Flasche, sondern gleich 3 Flaschen davon gemacht habe. Ich habe jetzt die Flaschen vom Mittelaltermarkt benutzt. Wenn wir auf Mittelaltermärkten gehen, dann nehmen wir immer solche Met- und Likörflaschen mit. Und falls ihr sowas nicht daheim habt, es gibt bestimmt im Kaufhaus, im Müller gibt es auch öfters verschiedene schöne Flaschen und im Nanunana. Ja, ihr werdet bestimmt schon das ein oder andere finden. Du brauchst dazu Wattebällchen, dein Glas zum Befüllen, Tinte in verschiedenen Farben, es wird aber auch Lebensmittelfarbe gehen, Glitzer, das sollen später die Sterne werden, ein spitzer langer Gegenstand, ich habe hier ein Röhrchen benutzt, Becher zum Anrühren der Farbe, zum Öffnen der Tinte kannst du zum Beispiel deinen Füller benutzen. Und dann geht's auch schon los. Ich finde es extrem interessant, spannend und entspannend zu sehen, wie die Tinte im Wasser verläuft. Wem geht's denn noch so? Bitte schreib mir das mal in die Kommentare. Wenn du deine Farbe dunkler haben möchtest, kannst du auch einfach ein bisschen schwarze Tinte dazu mischen. Und schon ist das hellblau dunkelblau. Dann nehmt ihr eure Watte und stopft es in euer Glas. Ein bisschen Farbe nach Wahl dazu. Und alles ein bisschen schütteln. Noch ein bisschen Watte dazu. Ein bisschen zerstampfen. Dann nach und nach Glitzer dazu und alles wieder ein bisschen schütteln. Dann macht ihr das immer abwechselnd. Ein bisschen Watte, ein bisschen Glitzer und ein bisschen Farbe. Und tragt es so schichtenweise auf. Wartet immer, bis die Watte sich ein bisschen vollgesaugt hat mit der Farbe. Und dann verteilt ihr das im Glas, wie ihr es gerne hättet. Und so geht ihr Schicht für Schicht weiter. Watte, ein bisschen Farbe, wieder zerstampfen, wieder ein bisschen Farbe. Und diese Matschepampe sieht dann extrem gut aus nach einer Zeit. Und ihr werdet sehen, es macht ultra, ultra viel Spaß. Schicht für Schicht immer weiter, bis ihr oben am Ende angelangt seid. Dann noch ein bisschen Glitzer. Und wenn du am Ende angelangt bist, dann machst du den Korken einfach wieder ganz fest zu, damit nichts auslaufen kann. Und dann bist du auch schon fertig. Es ist einfach jedes Mal so, wenn die Tage kürzer werden, dann habe ich einfach immer Lust auf irgendwas Magisches, Zauberhaftes, Mystisches. Ja, wenn ich mir diese Flaschen betrachte, dann irgendwie könnte ich einfach darin versinken. Es ist einfach so schön. Ja. Gell, der Meinung bist du auch. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht dir als Kerzenständer verwende und noch eine Kerze draufstecke. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Und schreib mir mal bitte in die Kommentare, was du dir vielleicht als nächstes für ein DIY-Video wünschst von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.